Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Ich möchte dir in diesem Video zeigen, wie du mit der Frequenz Mindfulness deinen Bewusstseinszustand im Alltag ändern kannst. Diese Frequenz ist dafür ausgerichtet für tiefen Meditationserfahrungen, weil im Hintergrund zwei Herz und vier Herz laufen und diese zwei Herz laufen dann später in Epsilon-Frequenzen hinein. Das bedeutet, du hast eine Möglichkeit, wenn du die Frequenz öfter gehört hast, eine sehr, sehr tiefe Meditationszustände zu gelangen. Ja. Und das Ganze ist eine Geschichte, die erzählt wird, die in drei Phasen abläuft. Ja. In der ersten Phase kommt eine Melodie, die Frequenz ist ausgerichtet auf sehr viel 3D, 3D-Musik, 3D-Ambiente, wo du von verschiedenen Seiten verschiedene Klänge und Melodien hörst und dadurch von allen Richtungen dissoziiert wirst. Ja. Das heißt, deine Aufmerksamkeit geht nicht mehr in Richtung, was denke ich gerade, sondern wann kommt von wo was das nächste? Ja. Und das führt dazu, dass im Gehirn die Beta-Wellen reduziert werden und durch die Reduktion der Beta-Wellen können die tiefen Frequenzen, die 4 Hertz-Frequenzen, die für erweiterte Bewusstseinszustände verantwortlich sind, wirken. Sobald die erste Phase vorbei ist und jede dieser drei Phasen dauert 10 Minuten, fängt Phase 2 an. Phase 2 ist inkludiert ein pinkes Rauschen, was im Hintergrund noch läuft und sich, das hört man ganz, ganz leise, was sich im Kreis dreht, in einer gewissen Geschwindigkeit, dann wieder stoppt, dann wieder anfängt zu drehen und so weiter. Und das führt dazu, das ist so wie die Schamanen, die sich im Kreis drehen und jemand trommelt auf der Seite und dadurch erzeugen sie eine Dissoziation durch diese Umdrehung und durch diesen Rhythmus, der sozusagen durch die Frequenz erzeugt wird, der dann in diese Trance-Zustände führt. Und im Hintergrund läuft eben diese 4-Hertz-Frequenz, die dann dein Gehirn anfängt, in diesem Bereich zu stimulieren. Ja. In der Phase 2 ist auch eine sehr intensive 3D-Musik, wo dann auch ein Trommeln anfängt. Das ist genau dieser Rhythmus, der dann kommt. Und das hört dann nach 10 Minuten auf. Das heißt, ab Minute 20 fängt dann die dritte Phase an. Das ist dann eine Mischung aus Phase 1 und Phase 2 von der Musik. Und dort geht es dann nochmal in die Tiefe, sozusagen. Wir steigen so in die dritte Etage, wo wir noch viel, viel tiefer eintauchen. Ja. Wo noch viel mehr 3D-Sachen sind, wo dein ganzes Gehirn dissoziiert wird und wo es schon sein kann, dass du schon Muster siehst oder Fraktale. Viele, die die Frequenz bereits gehört haben, berichten davon, dass das dritte Auge stimuliert wird, dass man da einen Druck spürt und manche sagen auch, dass man Fraktale sieht und manche erleben auch schon, vor allem wenn man es zur richtigen Zeit hört, so zum Beispiel am Abend oder in einer Schlafunterbrechung oder direkt in der Früh nach dem Aufstehen, dann kann die Frequenz auch zu mystischen Erfahrungen einleiten, luzide Träume oder außerkörperliche Erfahrungen oder solche ähnliche Sachen. Was aber auf jeden Fall klar ist, wenn man sie öfter hört, dann merkt man, wie sich der Alltagszustand, der Bewusstseinszustand im normalen Wachzustand verändert, weil du ja die ganze Zeit stimuliert wirst durch diese tiefen Trance-Frequenzen, und durch die Dissoziation merkt man, wie man einfach weniger denkt, weniger im Verstand ist und einfach viel mehr sozusagen in einem erweiterten Bewusstseinszustand ist. Und diese Frequenz ist perfekt geeignet für Anfänger. Wenn man sagt, ich will als Anfänger meditieren und ich tue mir grundsätzlich schwer, dann hilft die Dissoziation und diese tiefen Frequenzen auch direkt, um etwas zu erleben. Oder für Fortgeschrittene, die sagen, ich meditiere schon viel und ich möchte nochmal eine Ebene tiefer gehen, dann wird sie dir da auch sehr, sehr helfen. Ja, in dem Sinne viel, viel Freude. Du kannst die Frequenz auch ebenso in unserer App nutzen. In der App haben wir alle Frequenzen vom gesamten Shop verfügbar und da kannst du zu einem kleinen monatlichen Beitrag sozusagen diese Frequenz zusätzlich zu den anderen alle hören. In dem Sinne viel Freude damit und wir sehen uns im nächsten Video.